Wir müssen weiter Zufriedenheit darstellen. Darstellen ging auch gut. Wir müssen Kunden zufrieden machen. Mensch, so einfach kann das sein. Warum wackelt das Ding immer noch? Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Pizza Connection 3. Oh. Wow. Oh. Was ist denn das da? Ach, das ist ein Lämpchen. Ich dachte schon mal, ist das Schmutz? Nee, offenbar nicht. Ich glaube, es gibt keinen Schmutz mehr, kann das sein? Man kann die Filiale im Grunde 24 Stunden am Tag geöffnet haben. Ich meine ja. Ich glaube, ich werde es einfach mal ausprobieren, oder? Gut, dann... Statistik, Zulieferkette. Ach so. Weil. Ich frage mich gerade. Besucher? Platzgebunden? Wir haben ja noch keine Pizzen außer Haus geliefert. Vergrößere den Speisesaal. Stelle mehr Stühle auf. Bestellungen aufgeben. Stelle mehr oder schnellere Bedienungen ein. Pizza erhalten. Stelle mehr Köche ein. Vergrößere deine Küche, verbessere die Geschwindigkeit deiner Zutatenversorgung. Das ist alles kritisch. Stelle schnellere, bessere oder mehr Zulieferer an. Miete ein Warenhaus, das näher an deinem Restaurant ist. Apropos Warenhaus, Lager. Ah, hinten versteckt. Kapazität eine Tonne, Typ klein, Kosten 750. Apropos Lager, ich habe jetzt noch keinen Punkt oder so gefunden, wo man irgendwie an ein Hauptquartier kommen kann. Geht womöglich gar nicht. Es gibt womöglich keine Hauptquartiere mehr. Moment, was war hier noch? Weil das hier, Verwaltung, das hier ist das hier. Was hier oben steht, die einzelnen Reiter, die findet man hier auch unten wieder. Hier Angestellte, dann Menükarte, genau. Als nächstes dann Waren. Erklärt ja auch das Bild. Werbung. Forschung, genau. Pizzabude, der Wagen, der Pizzawagen. Und die Backstube. Und das hier ist dann Forschungsstufe 1 und 2. Es gibt dann auch eine 3, eine 4. Und das war's dann. Benötigt Lagerhäuser 2, Lagerhausstufe 3, Restaurantgröße 2. Es gibt bloß zwei Größen? Also zwei, eine Ausbaustufe in dem Fall. Maskottchen 3, Marktforschung 2. Ist ja alles schön und gut, aber was macht denn das jeweils? Ich kann es erforschen, ja, aber ich würde ganz gerne mal vorher wissen, was das genau macht. Geht er jetzt eh nicht, weil kein Geld. Genau, da blinkt das da oben auf, aber ich würde ganz gerne mal erfahren, was das genau macht. Ganoven 1. Stufe 2 waren die dickeren. Das habe ich auch schon im Handbuch gesehen und nicht durchgelesen. Was heißt denn Gemeinschaftsgeist? Sowas wie Schutzgeldforderung? Alle ziehen sie an einem Strang und machen sich nicht gegenseitig kaputt? Ganoven 3. Das sind wohl die besten. Ich gehe mal erstmal zurück zur Filiale. Klopf, 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 klopf. Ich schau mal. Wir haben ja hier drüben. Wo war das? Den Einflusskreis sehe ich gerade. Womöglich eine U-Bahn nicht. Ja, genau. Hier hatten wir eine U-Bahn. Also wunderbar U-Bahn angebunden. Das Ding ist ja gar nicht mal so weit weg von der U-Bahn. Da, zapp, zapp, zapp. Und dann kommt es da drüben raus und ist dann auch bei uns da. Werde ich mir mal merken, hier oben beim Park. Wobei, jetzt schon Lager. Ist es hier auch so, dass die Kaufhäuser einfach mehr kosten? Upp. Wie kam der Sitz auf? Moment, ich habe gerade drehen wollen. Habe ich irgendwas geklickt? Kostet auch 750, also womöglich ist die Lage egal. Jedes Lager 750. Das hier ist wieder eine Werbefläche. Das
Das Lager wäre sogar noch weiter weg von der U-Bahn, wenn es bloß über die Zebrastreifen gehen würde. Da wäre das Lager hier oben am Park besser. Aber ich werde jetzt noch kein Lager. Oh, nur noch 1500 im Plus. Ich nutze ja auch gerade den Pizzawagen überhaupt gar nicht. Wir müssten wieder zur Oper, ne? Wir haben es gerade nach 0 Uhr. Dann bewegen wir mal. Wo war die Oper? Das war sie nicht. Das war sie auch nicht. Das hier war sie. So, und wieder ist das Ding zu. Verstehe ich nicht. Wir könnten kündigen. Nee. Aber warum ist das jetzt wieder zu? Das Spiel hat noch so ein paar kleine Hänger. Wenn ich da, habe jetzt nämlich auch mal wieder ins Menü geguckt. Der hat mir wieder das Autosave umgestellt auf 25 Minuten. Wenn wir hier nochmal kurz reingehen, steht wieder auf 25, ey. Aber hier gibt es nirgendwo eine Speicher- oder eine Bestätigen-Funktion. Nee. Wenn ich jetzt wieder reingehe, 5 Minuten. Komisch. Ich würde den Wagen aber schon ganz gerne aufhaben. Was auch komisch war, ich habe in der letzten Folge wieder gespeichert. Und ich konnte hier nicht die 1 überschreiben. Ich habe gedrückt und gedrückt, aber es ging nicht. Dann musste ich hier noch einen zweiten Stand anlegen. Es geht gerade wieder nicht. Das ist echt komisch. Dann mache ich es nochmal. Wie habe ich es genannt? Kapitel. Ach ja, genau. Und dann 1.3. Speichern. Gut, dann gehen wir nochmal kurz dann laden. Nee, wir gehen nochmal kurz ins Hauptmenü. So, zurück zum Hauptmenü, dass der nochmal die ganze Karte neu lädt. Und zwar so richtig vom Hauptmenü aus. Bing! Essen ist fertig. Das hier ist dann wohl die Stufe 2, die Filiale, die wir hier gerade gesehen haben. Spiel laden. Musst aufpassen, dass du nicht auf Löschen klickst, weil das kleine Fenster dieser beiden Optionen gibt es erst, wenn du mit der Maus drüber gehst. Da heißt es aufpassen. So, mal gucken, ob ich jetzt den Wagen gleich wieder offen habe. Das hat er beim letzten Mal auch statt bevögeln. Hat er beim letzten Mal auch funktioniert. Es lädt. So, Pizzawagen. Und der ist offen. Also spielt wirklich noch so ein paar kleine Hänger, die mir jetzt schon sofort auffallen. Dann generieren wir endlich mal wieder Umsatz. Gut, dann werde ich so machen. Ich werde erstmal die Filiale belassen. Oh, was hier oben auch los ist. Wow. Die gehen alle zur U-Bahn. Aus der Bar. Aus der Bar. Moment, Bar. Naja, hier ist nicht so viel los. Aber ich werde hier, glaube ich, auch mal gleich wieder einstellen, damit hier rund um die Uhr geöffnet ist. Was heißt das denn? Einrichtung I. Er war aber nicht bei uns. Letzte Pizza, keine Pizza erhalten. Ach so, müsste eigentlich ein Symbol kommen mit, oh, nichts erhalten. Gut, da jetzt keine Sauberkeit zu erkennen ist, dass wir irgendwie unsere Bude sauber halten müssen. Oh, das finde ich irgendwie seltsam. Nur noch von 0 bis 6, also 6 Stunden eine Schicht. Dann knapp 3000 Geld. Stellen wir nochmal ein. Und zwar, ich werde wieder diese Ziele von vorhin mit dem Gehalt müssen wir jetzt nicht mehr erfüllen, ne? Eine gute Mischung aus beiden wieder. Kochqualität sollte schon da sein, sollte aber auch nicht gerade arschlangsam sein. Nehmen wir mal sie hier. Wie spät haben wir es gerade? 3 Uhr, dann kann sie noch was machen, wenn sie hier auch gleich hinkommt. Achso, die werden automatisch nach dem Typ sortiert. Das war ja das, was ich immer haben wollte. Nee, da wollte ich immer nach Uhrzeit sortiert haben. Bei Pizza Connection 2. So, jetzt müssen wir aber noch Bedienung, Moment. Wo war das? Köche? Ach, hier. Alles noch so ungewohnt. Zu 18, zu 14. Hier wird ziemlich grütze. Kostet 2,37. Dann, ist halt. Nehmen wir ihn hier.
Jetzt haben wir es gleich 4 Uhr. Zutaten, Menge und Geschwindigkeit. 2,96 kostet der. Die Simona 2,14. Nehme ich hier mal. So, bevor ich die anderen einstelle, warte ich nochmal. Ah, ist auch direkt da. Gut, gut, gut. Unser Zulieferhans. So, der Wagen ist wieder zu, ne? Na, wobei, bis 6 Uhr noch. Ah, Standort ist jetzt kacke. Ne, bis 9 Uhr sogar ist der noch offen. Mal rauszoomen. Jetzt geht das wieder nicht. Jetzt geht das jetzt wieder nicht. Aha. Bewegen. Und zwar, wo was los ist. Womöglich wieder zur Schule. Wobei, beim letzten Mal das ja auch so ein halber Reinfall. Ich gehe mal hier hin. Jetzt beim letzten Mal schon gut funktioniert, als wir hier waren. Die kommen direkt aus der U-Bahn raus und blicken direkt auf unseren Pizzawagen. $1,100 Geld. Könnte besser laufen, aber wirklich erstmal ein Gefühl für finden. Aber rot. Roter Daumen nach oben. Schwierig. Womöglich hat eine Filiale gefunden, oder? Kann auf jeden Fall rein. Oh. Na doch, da ist noch jemand. Ich wollte schon sagen, wo bringt denn die Pizza hin? Ist das Leute gerade rausgegangen? Nee. Wo kann man denn sehen, wie lange die Person schon wartet? Hunger? Kriegt eine 3x-Pizza? Wie sie einfach die Türen offen stehen lassen. Da kann doch jemand dagegen rennen. Und vor allem reinspazieren, wie er lustig ist. Das Lager ist gleich voll. Zeige der Stadt, dass du ein Restaurant, wir haben es also geschafft, die Zufriedenheit, rentabel machen kannst. Dann wirst du neue Angebote bekommen. Verdiene 15.000, heißt bloß Konto 15.000, heißt nicht. Auch Filiale gefunden, dafür das Symbol. Heißt nicht, mach 15.000 Gewinn. Na gut, bei einer Filiale ist unsere Köchin. Aha, Bonze. Geht direkt raus, wie das funkelt. Okay, verstanden. Vermögen, genau. Was? Ach, ich dachte, es wäre ein Gabonova. Nee, ist auch bloß unser Lieferhans. Filiale gefunden, glücklich. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier volle Besetzung zu haben. Solange hier kein Dreck drin ist, hallo, nutze ich das natürlich. Dann Köche genau 5,38. Hoi, 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 hoi. Kostet ganz schön viel. Dann erstmal den Francesco. Servicekraft 2,30. 2,74. Ach, die paar Kröten kommen. Pack mal hier mal aus den Vollen. Die Kisten sind interessant. Rot, Gelb, Blau und Grün. Da unten hat auch wieder jemand gefunden. Die gehen gerade beide rein. Gut, und dann noch ein Zulieferer. Wobei, da haben wir wirklich gerade echt kein Problem mit. Der Polizist wacht um unsere Filiale. Das finde ich super. Was heißt denn das Symbol? Hab Geld da gelassen, oder wie? Nehmen wir Giuliano. Nee, was? Giulia. Giuliano. Giulia ist ein Männername. Interessant. Was heißt das Symbol? Ich habe hier noch nicht so ein schönes Glossar gefunden wie bei Pizza Connection 2. Also, das ist falsch. Glossar, ja, aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. Da war Pizza Connection 2 umfangreich, oder habe ich noch nicht alles gefunden? Ich kann nicht groß blättern. Ich habe hier oben die Zeichen, die hier oben sind. Benachrichtigung und Mission. Aber leider überhaupt nicht, was die Symbole alle bedeuten. Hier haben wir eine Kamera. Watscheln wir da automatisch zu unserer Filiale? Mal gucken. Nee. Plus, minus.
Ah, da können wir uns die Symbole an- und auszeigen lassen. Auszeigen ist auch gut, ausblenden lassen. Das sind die Lager, das sind die Werbesäulen. Was ist das? Auf der Karte sehe ich jetzt keine Veränderung. Hm. Aber ich mache jetzt erstmal die Litfaßsäulen weg und die Lager weg. Da bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Unser Pizzawagen ist doch wieder zu, ne? Genau, von 0 bis 9. Hier wäre aber auch gerade was los. So geht er auf jeden Fall nicht auf. Mal gucken, wenn die nächste Schicht beginnt. Wobei, das habe ich ja auch schon ausprobiert. Müsste der eigentlich wieder aufmachen. Wir haben jetzt nicht mitten einer Schicht die Öffnungszeit eben auf diese aktuelle Zeit gelegt. Deswegen bin ich mal gespannt. Mal gucken, ob ich dran denke. Filiale. Klopf, 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 klopf. Ist gerade nichts los. Ist nicht gut. Mal gespannt, wie das mit dem Einrichten danach wird. Was ist denn mit dem Stuhl los? Das Lager ist rappelvoll. Also da kommt man mit einem wunderbar aus, wenn das gerade so läuft, wie es hier läuft. Schade, dass man den Einflusskreis auf der Karte nicht sieht. Wir können uns den ja mal merken. Ein, zwei, dritter Stein da. Aber gibt es hier noch eine bessere Markierung, die man sich einprägen kann? Hier Laterne, kurz nach der Laterne. Na, wobei kurz ist auch relativ. Treppe Bar bis zur Hauskante. Sagen wir es mal so. Genau, bis zur Hauskante da, genau. Da. Das merke ich mir mal. Mal gucken, ob sich da irgendwie was verändert. Von Tag zu Tag, vielleicht aber auch wieder von Quartal zu Quartal. Ich finde es wirklich schade, dass hier so wenig Kontext zu sehen ist, so wenig Kontextmenüs. Dass er uns hier einfach ein kleines Fältchen anzeigt mit hier, das ist der Tag. Kann man sich schon denken, aber mir fehlen irgendwie zu viel Informationen. Wenn ich dann Pizza Connection 2 denke mit dem Fragezeichen, wo man sich alles erklären lassen konnte und dieses umfangreiche Glossar. Was haben wir denn hier? Allgemeine Infos nehme ich an. Hier Rutschgefahr. Ach, die Checkliste war das. Das sind die Angestellten, die könnten wir hier verwalten. Was könnten wir hier machen? Achso, da kommt die Ansicht. Sortieren nach Typ oder nach Schicht. Ha. Oh, das ist eine tolle Funktion. Die hätte ich ganz gern bei Pizza Connection 2. Das ist die Menükarte. Das ist unsere Filiale hier. 100% einfache Einrichtung. Kommt das bei den Teenagern und bei den Arbeitern gut an. Beim Rest eher so, ne. Und ist gerade geöffnet. Lager verwalten. Ich könnte sie in den Müll hauen, aber warum sollte ich das? Wüsste ich zumindest jetzt nicht. Da unten hat wohl jemand wieder gerade eine Filiale gefunden. Die drei Symbole. Oh, das wird jetzt aber voll. Das wurde das Symbol für, ja, Filiale gefunden, da gehen wir jetzt hin. Mhm. Aber jetzt mal ranhalten hier, ne? Gucken, ob sich irgendjemand auf diesen Wackelstuhl setzt. Mhm. Was mir auch fehlt, sind die Anzeigen für, wie lange die Person noch wartet. Das geht echt zackig. So, bezahlt heißt das. Und jetzt hier noch schwätzen. Und hier hast du. Geht schön zackig. Filiale gefunden, super. Wir haben knapp 4000 an Geld. Und wie spät haben wir es? 1 Uhr fast. Dann Pizzawagen gucken. Der ist wieder zu. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Macht der bloß einmal am Tag auf? Dann könnte man ja schummeln, indem man immer das Spiel neu lädt. Das könnte sein, oder? Dass der bloß einmal am Tag aufmacht. Deswegen gibt es ja bloß einen Regler. Das könnte man ja die ganze Leiste hier als Regler einstellen. Die hier an den Ecken rüberziehen. Hupsa. Dann würde ich aber sagen, setzen wir das Ding mal auf 0 bis 9 Uhr. Und bewegen es mal zur Oper, weil da fand ich, sah es gut aus. Moment. Nee.
Das ist die Oper. Wir bewegen erstmal hier hin. Und jetzt hat er wieder zu. Oh. Ganz schön laut. Gut, dann schauen wir mal, wie es dann am nächsten Tag laufen wird. Das Spiel heißt es auf jeden Fall noch zu verstehen. Es erklärt leider nicht so viel. Man muss viel selber herausfinden mit abschätzen, wie könnte was eine Bedeutung haben. Und den Einflusskreis werde ich mir auch merken. Hat es ja nicht verändert. Wobei, ist der kleiner geworden? Nee. Gut, also sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, macht's gut und tschau, tschüss.